Hey Leute, wir spielen Rocket League mit Bällen. Und ich habe gemerkt, in letzter Zeit gewinne ich nur. Ich weiß nicht wieso, aber ich gewinne nur. Außer wenn ich in Matches gerade so reingeworfen werde. Ups, ich habe glaube ich die Musik noch nicht reingeworfen. Ja. So, die Musik ist so eine Standardmusik, die ich schon 3 Millionen Mal gehört habe. Aber das ist gute Standardmusik, die ich schon 3 Millionen Mal gehört habe. Das heißt, ja, deswegen habe ich die. So, wir joinen kein Match, aber ich habe einen Profi in unserem Team. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das so schaffen mit einem Profi und einer KI wahrscheinlich. Ich mag KIs nicht. Na egal. So, dann kann die KI auch mal joinen. Oh, oh, Huppukle. Kommt rein. Also keine KI. Doch, KI. Naja. Die KI wird ja schnell abgelöst. Genau jetzt nicht. Doch, Mist. Na egal, Hippo. Der Hippo-Greif macht das jetzt. Und das war bad von dem Gegnern. Und das war. Ja. Spannende Sache. Da habe ich wohl ein Tor gemacht. Er sagt ja 1000 Mal knapp. Ja, das war wirklich knapp. Der hat den Pass bekommen. Hat er aber nicht. Das heißt, juckt mich nicht, dass das knapp war. Ein Tor ist ein Tor. Und wisst ihr, was das hier ist? Kein Tor. Aber ein Torschuss. Und das ist voll daneben. Egal. Also heute konnte ich, glaube ich, ein bisschen abwehren. Gut, die Gegner verkacken es. Treffen mit den Ball nicht so richtig. Nicht ideal. So, mein Kollege, ja, okay, der entschuldigt sich. Das heißt, es macht nichts, dass er mich angerempelt hat. So, der eine ist geflogen, hat deswegen verkackt. So, der wehrt das ein bisschen ab, deswegen komme ich. Aha. Er ist noch im Spiel. Es ist noch im Bereich des, na, schade, Möglichen. Na egal. Wow. Die haben einen schönen Synchron verfehlt. So, den bekomme ich ins Tor. Oh, scheiße. Verfehlt. Egal. Egal. Ein Sieger ist sicherer Gegner als ein einfacher Gegner übrigens. Ups. Das war jetzt aus Versehen, aber... Also es war jetzt nicht direkt geplant, dass der direkt reingeht. Also ins Tor habe ich schon geschossen, aber... Ich dachte, der wird aufgehalten. Naja, egal. Dann haben wir eben noch einen Punkt. Dann habe ich eben noch ein Tor. Und bam. Tja. Damit haben die Gegner wohl nicht so richtig gerechnet. So, ist noch im Spiel. Alter, ich sollte das professionell machen. Rocket League Spieler. Professioneller Rocket League Spieler. Und, ach schade. Ich dachte, die kriegen es wieder nicht in den abzuwehren. Aber ich glaube, jetzt passen die mehr auf das Tor auf. Naja, das war jetzt doof. Ja, das war... Ich hab... Also die Gegner haben verfehlt, deswegen war das ganz gut. So, und das ist eine gute Vorlage. Schade, wurde abgewehrt. Wurde knapp abgewehrt übrigens. Knapp. So. Ich block den natürlich. So, plopp. Und, ach schade, wurde abgewehrt. So, auch abgewehrt. Wird das jetzt nur abgewehrt oder was? So, den kriege ich aber. Plopp. Tja. Verkackt, ne, Gegner? Also das war jetzt echt ein billiges Tor. Alter. Was machen die denn? Ich dachte, ich wollte hier mal ein spannenderes Spiel spielen. Also dabei bekomme ich nur so Kackgegner. Guck mal, die sind sogar in einer Gruppe alles. Alle. Da sollten die eigentlich schon ein bisschen mehr drauf haben, würde ich sagen. Ja, da bin ich explodiert. Mit einem lauten Knall. Oh, 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 schade. Schon vorbei. So, da gehe ich mal ein bisschen zurück. Aber der Sieg, ups, ups. Na egal. Der Sieg ist, glaube ich, 100% gesichert. Außer wenn jetzt alle lieben und ein neues Team rauskommt. Aber selbst wenn die lieben, dann zählt das ja als eine Aufgabe. So, als wenn die aufgegeben hätten. Deswegen...
du da nichts dingst. Ja, gut. So langsam können wir auch wieder rüberspielen, würde ich sagen. Ups. Ey, der hat mich gehauen. Schön, schön. Ja, ja, der geht rein. Nee, doch nicht. Der geht aber rein. Wenn der es nicht... Oh. Nice, nice abgewehrt von dem Kollegen. Ja, das kommt direkt auf mich zu. Kein Problem. Das da kommt auch direkt auf mich zu. Okay, den ich direkt. So, Street, wie heißt der? Street Bacon, was? Okay, Street Bacon. Interessanter Name, sehr abstrakter Name. Alter, das ist so schlecht von denen abgewehrt. Na egal. Ups, das habe ich verfehlt. Ne, die auch. Die verfehlen sogar zweimal, das ist ja doppelt bad. Ja, die kriegst sowieso nicht in ein Tor zu landen. Das ist ein Torschuss, aber kein Tor. Denn wir haben abgewehrt. Und, ja gut. Der hat volle Kanne dagegen sich geschmissen, deswegen hat er verfehlt. Wir haben ja diese Leute, die meinen, ja, immer volle Power. Ist ja auch meistens ganz gut, aber manchmal auch nicht. Ja, eigentlich muss ich gar nichts mehr machen. Ich meine, sogar ist sogar schon gesichert, dass ich der wertvollste Spieler bin. Was soll man da machen? Drei Tore bekommen die jetzt auch nicht mehr hin. Das heißt, was soll das Ganze? Ich lasse ihn, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Ecke schmoren. In der Ecke, nicht hier. Na egal, schmeiße ich den da hinten hin. Und yay, gewonnen. Wie unerwartet. Mann, das war aber schwierig. Ich bin aber echt ein Stürmer. Und ein Ausnahmetalent. Drei Tore. Echt? Bei drei Toren ist das schon Ausnahmetalent? Ja. Was soll man da sagen? Too easy for me. Ich sag doch, in letzter Zeit gewinne ich nur. Keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, die Gegner sind einfach nur einfacher geworden. Ich meine, ich spiele ja immer mit Profis zusammen. Keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, ich gewinne. Ich gewinne die nächsten drei Folgen auch noch. Habe ich jetzt mal so beschlossen. So, kann Kaido bitte leaven? Ich weiß, dass der Level, weil der mit den beiden in einer Party war. Der, sollte gleich leaven. Der leftet gleich, oder? Der leftet, oder? Du läffst es doch, oder? Du musst nur ein bisschen läffen. In der letzten Sekunde. Jetzt so left. Noch nicht mal. Gut. Dann gehen wir wohl in die nächste Runde und der kommt nicht nach. Der ist nachgekommen, Mist. Hä? Das grüne Symbol ist da immer noch. Das ist ein bisschen fair am Platz. Oh, Street Banking ist nicht mehr in unserem Team. Na egal, war nur ein Profi. Ich weiß ja nicht, was der Hippogle für einen Rang hat. Das versteckt er ja aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß echt nicht, wieso das manchmal Leute machen. Ja. Ja, vielleicht kriegen wir in nächster Zeit auch mal die neue Map zu sehen. So. Wie, ist das hier ein KI-Battle oder was? Oh, ich hasse KI-Battle. Bei denen verliere ich immer. Immer. Oh, oh, oh. Habe ich verfehlt? Egal. Wir haben ja keine KIs mehr, zum Glück. So, na, das ist ein cooler Song. Übrigens. Bam. So. Ja, da konnte man nichts anderes machen. Zum Glück ist der Hobo-Greif hier schon wieder da. Und, ach, nicht bekommen. Aber der. Locker rein. Hurra. Mensch, schwierige Sache hier. Die hatten ja fast schon... Wir haben auch zwei KIs, die Gegner. Wow. Wenn der eine leftet jetzt und dann haben wir schon gewonnen. Das wäre ein bisschen bitter. Oh, 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 oh. Na gut. Hippoglö, na gut. War jetzt nicht ideal. Ich helfe dem mal ein bisschen. Und ja, ja, genau, Hippoglö schon wieder. Hat zu doll geschossen.
So, den bekomme ich. Oh. Das war jetzt anders geplant. Egal. Die KI kann... die KI, Alter. Beste KI. Ja, die KIs können einfach nichts. Ich weiß auch nicht, wieso die KIs hier reingenommen haben. Könnte ich direkt auch die KIs weglassen. Wenn die nicht so nichts können. Ja, das war schön outplayed. Jetzt kommen wir. Und, ich glaube, ich habe das dem einen versaut. Aber egal, ich juck mich nicht. So. Da hätten die KIs drauf gehen müssen, aber die KIs haben ja verkackt. Weil die nichts können, die KIs. Die KIs können übrigens nichts. Habe ich schon gesagt, dass die KIs nichts können? Weil die KIs können übrigens nichts, ne? Also ich werde nicht sagen, aber die KIs sind schon ziemlich schlecht. Die KIs können übrigens nichts. Okay, ich sollte aufhören, über KIs zu reden und wie schlecht sie sind. Schade, den habe ich nicht so richtig gut bekommen. Aber besser als gar nicht bekommen. Ich habe den immerhin ein bisschen abgewehrt und es regnet mir schon wie immer lauter. Ich hoffe, es regnet mich nicht schon wieder rein. Oh Gott, jetzt... Ich muss das Fenster wieder schließen. Immer dieser Regen. Na egal. 3, 2, 1, 0. Ja. Regen. Oh. Die KIs vom gegnerischen Team sind weg. Alle samt. Überrascht mich jetzt ein bisschen. Na egal. Jetzt habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, dass die KIs haben, deswegen sollten wir immer noch gewinnen. Hippogreif, genau. Hat ihn schön abgewehrt. So habe ich es vom Hippogreif erwartet auch. Pam. Ja, locker. Ja, was soll man. Ja, war wieder so ein Billig-Tor. Guck mal, jeder von unserem Team hatte ein Tor. Dank dem Hippogreif, der ist ja echt ein toller Typ. Cooler Typ. So, jetzt rein. Bam. Ja, ich habe den jedenfalls auf dieser Seite gelassen. Oh, die Gegner helfen uns wohl. Ups. Da bin ich zu weit gerast. Hab das Ziel verfehlt. Den Ball. So, den. Ach, schade, ich wollte die weghauen. Egal. Dann. Ja. Da wollte ich schon fast drauf gehen, aber ne. Verschieße ich den Ball ein bisschen. Ups, sorry. Na egal. Ey! Okay, das war ein bisschen knapp. Der eine Typ hat es knapper gemacht, als ich schon gemacht habe. Na egal. Also, der Ball geht auch nicht hier ins Dings rein, ne? Na egal. So, die KIs haben es wohl... Wieder, nicht die KIs, die Gegner. Haben es wieder richtig nicht so hingekommen, wie es profitabel wie für die. Genau. So. Plopp. So, jetzt kann der einfach raufschießen, ja. Wie geplant mal wieder. Ja. Plopp. Und dann sind die alle raufgegangen. Haben nicht erwartet, dass ich dagegen schieße und so, bla bla bla. Das sind Loops. 3, 2. Ja, ich muss ja eigentlich gar nichts machen. Ich kann mich auch eigentlich zurücklehnen und genießen das Leben hier. Auf dem Fußballfeld. Ja. Kommt schon, Leute. Also ich kann eigentlich hier im Tor chillen und warten, bis wir gewonnen haben. Das ist nämlich ja... Übrigens, deswegen finde ich Rocket League in letzter Zeit ein bisschen langweilig. Ich weiß jetzt auch nicht, was man dagegen machen könnte. Also ich finde es langweilig, dass ich in letzter Zeit immer gewinne, dass die Gegner nicht schlauer werden und so, bla bla bla. Es wurde langsam... Also es ist langsam ausgelaugt, das Spiel. Hat jetzt keinen richtigen... Reiz mehr, das zu spielen. Weil mein Ziel war es ja schon die ganze Zeit, vom Level her Experte zu werden. Jetzt bin ich ein Experte. Und sowas wie Meister, Legende will ich eigentlich auch gar nicht werden, weil das verbraucht nur Zeit. Ich
muss dafür 3 Millionen Mal das gleiche machen und das ist echt ermüdend. So. Und auf dem Boden, ja. Diesmal nicht Bester im Team, aber pff, wen juckt's? Wen juckt's? Wen juckt es? Ja, da würde ich auch sagen, das war's für diese Runde von Rocket League. Wir sehen uns dann bei den nächsten 2 Runden, die wir gewinnen werden. Bis dahin. Tschüss.